So, und da sind wir bei Episode 5, gelüftete Geheimnisse. Jo! Und dann, ja, damit geht's jetzt weiter, ne? Ja, total spektakulär und so. Doch, das ist schon... Und wir sind wieder Chris, oder? Mal gucken. Oder einen ganz neuen. Wir sind beim Wartenkreuz im Mocky-Flughafen. Hier ist Football. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut, wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So, du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ja ganz dicht auf dem Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Los, geht dir. Ja, mal gucken, wem... Oh, wir spielen hier... Einen ganz neuen. Mit zwei Messern. Geil. Der hat auch den Scanner. Mach mal Messer. Oh, geil. Kommt her, ihr Schweine. Die hat eine Doppelschlitzer-Messer-Attacke. Scann mal hier die Fässer und alles. Ich scanne. Dein Wunsch ist mir Befehl. Yay. Aha. Ja, genau, einmal im Kreis drehen. Was hat der sonst für Waffen? Ja, guck mal. Der hat eine Schrotflinte, Pistole, eine Pistole. Und MG, oder? Also so ein... Das ist ein Gewehr. Ja. Maschinengewehr. Kann man da zoomen? Nee. Schrotflinte, ist Pistole, ja kein Präzisionsgewehr. Gewehr. Warte, wir können auch mal hier gucken. So, das. Oh Gott, was haben wir denn hier alles jetzt schon? Wir sind so gut. Eine Karte haben wir nicht, also müssen wir hier... Ich fange mal mit der Pistole an. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie die ausgerüstet ist, die Pistole. Weil wir haben jetzt hier noch keine... Und was sollten wir jetzt eigentlich in der Antarktis? Ja, der eine hat uns ja jetzt hier hingeschickt. Ja. Und er meint, Chris und Dings werden abgezogen und ihr geht jetzt dahin. Na, Chris und Jessica sind ja gerade Jill und Parker helfen. Was? Wo? Wir? Hast du nicht gesagt, dass wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Ist er eingepennt? Das ergibt nicht mal Sinn. Na komm. Vor allen Dingen, was sind denn das für Typen, ey? Ja, ne, von die Vollpfosten, die kein Mensch kennt. Ist das eine Waffe oder ist das ein Item? Das ist ein Item, denke ich. Okay. Wir haben doch das hier. Ja, genau. Wozu braucht man Schraubenzieher, Mann? Genau, er hat zwei Riesenmesser. Oh, zum Glück habe ich jetzt einen Schraubenzieher, jetzt kann ich mich wehren. Das ist ein Pflanze. Ja. Ey, komm, wollen wir eine rauchen? Oh, komm, ey, ich habe meinen Stampfer dabei. Das ist wahrscheinlich die Mutterpflanze. Oh, guck mal an der Wand. Ja, ich sehe es. Toll! Freude. Lecker, lecker! Njam, njam, njam! Folgen wir einfach der Blutspur, dann kann nichts geschehen! Meinst du? Genau! Na gut. Das ist immer die einfachste Methode. Du gewöhnst... Was? Du gewöhnst dich sowieso dann noch an die Steuerung. Na klar, aber links liegt Munition, hast du gesehen. Ja, und hier ist irgendwas noch zum Scannen. Runter. Ach, ich bin immer noch begeistert, muss ich sagen. Ja, der Roy ist jetzt ganz selig. Ah, hier. Ach. Lässt sich öffnen. Dann jetzt sind wir jetzt mal der Hacker. Ach, das ist also der Schraubenschlüssel, den Jill standardmäßig dabei hat. Na, Jill hat ja so ein ganzes Dietrich-Set. Was und ich so. Noch nie gesehen habe. So, pass auf. Ja, Roy, jetzt mach mal, ne? Ich mach das ganz souverän. Du machst das total. Nimm das runter. Das oben rechts in der Ecke. In die Mitte. Ja. So oben rechts in der Ecke in die das Mitte. Das geht nicht. Echt geht nicht? Nur so und dann so. Ach so. Und dann, warte mal, die müssen ja wieder alle so... Dass sie sich nicht überkreuzen, ne? So, und das, nee, das noch runter. Noch genau, nee, das, nein, ja, oder so. Stimmt. Nein, nein, oder so. Nee, ich hätte jetzt noch anders gemacht. Wer will sich mit mir anlegen? Wer legt sich mit dem Roy an? Kinder legt sich mit dem Roy an. Doch, der Annie. Scanne. Und sehr erfolgreich sogar. Ja, genau, höchstens ich, ja? Hier ist noch was. Das ist mein Privileg. Außer mir macht das keiner. Nee, oben und unten ist Dings wechseln, tatsächlich. Schön. Da hat es gerade angezeigt. Ja.
Wir sind immer noch nicht so ganz mit der Steuerung vertraut. Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen. Jetzt kommen die Hackerkenntnisse. Oh, ultra. Selbstzerstörung eingeleitet. In 10, oh, 9. Wie damals bei Mutti. Die Überwachungskamera hat was. Was hat das mit Mutti zu tun? Weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Das hier war auf den Überwachungsbändern. Das ist ein Frachter, oder? Ist das etwa Beltro oder was? Wow, hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Oh. Ups. Sie hatten überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemacht hat. Ach, das ist das Flugzeugwrack, was wir gefunden haben mit Chris und Jessica. Genau so sieht's aus. Ach, deswegen steht das so komisch da. Ja. Hey, Quint, ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Hey, hat einer überlebt? Psst, Ruhe. Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Da ist etwas, aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Das hat bestimmt wehgetan. Was sind denn das für Vollpfosten? What the fuck, Mann? Horroraufnahmen. Wir spielen doch ein Horrorgame, du Trottel. Was ist das? Was, ich guck nochmal? Okay. Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass der Roll gerade steuert. Was? Mit unsichtbaren Gegnern? Ich glaube, wenn unsichtbare Gegner kommen, kannst du die mit dem Scanner erkennen. Ah. Das würde ich jetzt mal tippen, dass das geht. Weil wir sehen ja auch die ganzen Gegenstände hier. Und immer wenn es ein Ausrufezeichen hat, ist das, glaube ich, in anderen Räumen, ne? Kann das sein? Ja, stimmt. Das könnte man so doof rollen, Mensch. Ich habe auch immer meine hellen Momente. Oh, der hat seine hellen Momente. Guck mal, das war der Raum. Guck mal, halt mal den Scanner in den Raum. Nee, das sind nur die Dinger, die hoch an die Decke. Hallo. Ey. Handabdruck? Aus Reichweite. Okay. Das geht bestimmt ja übelst ab hier. Prepare for jumpscare. What? Was? Ich hab doch Familie. So, erstmal hier schön reinkieken. Was haben wir denn hier? Du hast es heute mit dem Kieken, wa? Ich hab das sonst auch mit... Boah, nee, dann das lass ich mir nicht bieten. Muss ich erstmal rumballern mit dem hier. Das sieht vor allen Dingen aus wie ein G36, was ich bei der Bundeswehr scheinbar hatte. Ein Teil eines Manifests. So leid es mir tut, das Schicksal nimmt ohne unser Zutun seinen Lauf. Es ist der Wille einer höheren Macht. Die Unreinen werden nicht verflucht. Es ist ihr Schicksal, von den Reißzähnen der Bluthunde zerfetzt zu werden. Ich kann für die Opfer dieser Welt kein Mitleid empfinden, denn sie selbst sind es, die sie so geschaffen haben. Und dieselbe Welt hat diesem Hund seinen Biss genommen. Ich heule nicht mehr, ich schärfe meine Reißzähne, ich brülle nicht mehr. Ich schärfe meine Krallen. Alle unsere Kameraden warten auf die Zeit, wenn sie sich für die Sache opfern können. Nur die Jagdhunde haben einen höheren Zweck, nur sie können die Welt reinigen. Wir jagen nicht allein, wir jagen im Rudel. Wir sind Veltro, Earl Bryn Vico. Ich dachte, Veltro wäre ein Typ? Dachte ich auch eigentlich. Ach, hier auch nochmal MGO. Na, hast du wieder eine neue Zuwachs? Chipschlüssel. Hast du wieder Zuwachs gekriegt? Ja. Ja? I. Warte mal. Das ist ein Chipschlüssel. Ich kann das Masternetzwerk des Bordcomputers knacken, wenn ich den EEP-Schlüssel von dem Dongle extrahiere. Ja, was immer das bedeutet. Mach's doch einfach. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Na also, geht doch. Ich hab genug gesehen. Auf zur Absturzstelle. Ich wollte noch mehr Zeug aufheben. Tja, wie, das war's schon? SSS. Vor allem die Präzision 100%, du hast ja auch nichts geschossen. Musst du mich immer so ärgern? Nein, Quatsch. Lob mich doch einfach mal. Roy, das hast du sehr schön gemacht. Alles klar. Bin ich wieder voll dabei. Den Roy darf man nicht zu sehr loben, das steigt ihm zu Kopf. Ich bitte Geister. Ich kann alles. Seht ihr? Deswegen musste man das geschickt machen. Immer zwischen runterdrücken und loben. Aber niemand legt sich mit dem Roy an. Das mache ich. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Nee, das ist bloß der James. Der nee, das ist ein Fluss voller Sperma.
jetzt ist Niveau wieder auf dem Tiefpunkt. Jetzt ist das Niveau wieder da, wo es immer ist, wenn wir beide irgendwas machen. Ach, ich finde das lustig. Jetzt haben wir wieder Scratches Niveau, würde ich sagen. Nee, das ist gut. Scratches Niveau war nicht schlecht. Hm? Ich fand irgendwie unsere auch die Indie-Horror-Let's Plays, die hatten irgendwie so einen ganz eigenen Humor, der irgendwie ein bisschen... Die hatten ihren ganz eigenen Charme. Der war zwar ein bisschen assi, aber der war irgendwie lustig. So, ich mache einmal Ringelreihe. Ringelpiez mit anfassen. Ja, scan mal den... Hab ich schon. War nix. Gut. Warte, ich guck nochmal dir zuliebe. Die Ecke hier, nur links. Aha! Hat die weibliche recht. Intuition, sage ich euch. Weibliche Intuition. So, gehe ich jetzt hier runter oder gucke ich auf der anderen Seite nochmal den Durchgang an? Ist das Vieh eigentlich, dieses riesengroße, wo wir das Wasser abgelassen, also nicht abgelassen, sondern das Becken ja, weiß ich nicht. Wir sind ja immer noch auf dem Schiff, oder nicht? Ich wette, wir müssen da irgendwann kämpfen und ich glaube, wir kommen da jetzt auch irgendwie hin. Ah, hier ist ein Kartenleser. Oh, wir kriegen irgendwann die Karte. Und dann können wir in die ganzen Scheißräume. Alter. Oh, dann müssen wir da nochmal zurück. Nee, das, ich denke, das ist wirklich so ein bisschen labyrinthmäßig und du brauchst halt oh Gott, bestimmte Sachen, um das aufzumachen. Zum Beispiel wie, was ist denn das da? Ja, ne? Guck mal. Ich dachte gerade, da hängt ein Skelett oder so. Ach, da kannst du Dings aufheben. Hm. Hä? Ja, anscheinend ja nicht. Runterschießen? Wo ist das Leck? Alter. Runterschießen. Was, runterschießen? Ja, runterschießen. Was jetzt? Oder was willst du von mir? Das, was ach, das runterschießen. Hat, runterschießen. Ah. Ja. Das mache ich. Mach. Das mache ich auch. Mach doch. Das mache ich auch. Kannst du das jetzt mal machen? Und sie hat nur... Super, Roy. Hat das geklappt? Nee. Entschuldigung. Musste mal sein. Okay, klappt nicht. Nee, warte mal. Noch einmal. Ach, fick dich. Weil, nicht du. Du sollst aber das Wort nicht immer sagen. Doch, wenn ich das sagen will, dann sage ich das, Frau Pädagogin. Aber das ist assi. Das sind auch meine... Außerdem bin ich keine Pädagogin. Ja, das manchmal auch, benimmst du dich wie ein. Das sind aber auch meine Let's Plays und das muss nicht sein. Auf meinem unsere, Kanal. Nie deine. Ja, aber es ist auch auf meinem Kanal zu sehen. Das meine ich damit. Und es muss nicht sein, dass wir, dass ich Videos auf meinem Kanal habe, wo nur so eine Sätze fallen. Du kannst ja gerne fluchen, aber nicht das. Das ist zu assi. Was habe ich gerade nochmal gesagt? Das werde ich hier nicht wiederholen. Jetzt nicht böse werden wieder. Ich bin nicht böse, gut. Ich sag's dir ja nur. So, was haben wir denn hier noch? Achtung, der Kehlraum wird geflutet. Na super geil. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Titanic! Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Ach ja, stimmt, wir müssen ja den Strom wieder anstellen. Jetzt weiß ich wieder, worum es ging. Okay. Ah, hier ist eine Kiste. Ist das eine Dingskiste? Ja. Ja, na klar. Aber wir haben ja nichts Neues. Das weiß ich noch nicht so genau. Nee, haben wir nicht. Das wird ja immer gleich sofort angezeigt. Das war bestimmt oben ein Dings, ne? Naja, aber wie kriegen wir das runter? Vielleicht, wenn das geflutet wird, wird das nach oben gespült oder ach, so. Ach, stimmt. Weiß ich nicht. Das ist nur ein... Das ist gar nicht mal so doof. Oh, jetzt machst du wieder Taschenlampe. Die Kisten! Muss ich immer merken, was hier was ist. Ja. Zum Thema, die Steuerung ist voll geil. Die ist so voll geil. So voll geil. Ich werde mal gucken, wenn du dann später steuerst. Ja, dann wird es nur Fails geben. Du. Denn so, Annie, schieß ihn ab, Granate geworfen. Na, ist aber auch nicht schlecht, ne? Wenigstens ist wieso ist denn hier so ein riesen Shot? Also nee, bestimmt... oder Annie, schieß ihn ab und dann Jill lackiert sich die Nägel. Ups. Hab ich auch wieder falsche Taste gedrückt. Ich muss erst mal die Haare färben. Jetzt habe ich die Nägel-Lackieren-Taste gedrückt. Scheiße. Gibt's extra eine Taste genau. Dafür? Was ist denn das? Nein! So, ich gehe wieder nach Hause. Dich bewegen. Sie hat gerade gesagt, das Wasser steigt. Ist dir schon klar, ne? Ach so. Nimm mal lieber die Schrotflinte oder sowas. Nö. Wow. Wow. Das ist ja... Oh, das hat's aber schön gekickt. Guck mit dem Scanner. Okay, es ist doch... Sieht man doch nicht mit dem Scanner. Oh, Alter, ich wollte gerade das Objekt aufheben. Das Vieh will es aber echt wissen. Kann der Typ auch mal schießen? Aber guck mal, wo er hinguckt. Er guckt, wo das Vieh ist. Ah ja, genau. Er sieht's, wo es ist. Wieso greifen eigentlich die Gegner permanent immer nur Jill an? Oh, heil nee. Dich, heil dich. Ich hab nichts zum Heilen. Ach so? Nee. Renn weg. Renn aus dem Raum. Rückzug. Ich renn aus dem Raum. Rückzug. Oh nee, hier sind doch noch mehr. Tja, großartige Anmerkungen. Wir sind alle sehr stolz auf dich, während Roy noch eine Granate schmeißt. Ja, manchmal muss es einfach eine Granate sein. Komm, wir brauchen Heilung. Ach, ich muss das erstmal ausstellen. Was? So heiß? Was? Der Dampf würde sie bei lebendigem Leib garen? Da hinten ist eine Pflanze. Dann haben wir Jill gut durch. Pflanze! Pflanze!
Oh. Ah, das war jetzt aber auch bitter nötig, du. Hm. So, was haben wir denn? Wo ist denn der Typ? Der folgt uns schon wieder gar nicht mehr, wa? Ach, der hat keinen Bock mehr auf Chill. Der steht wieder davor und passt auf, dass nichts. Ach nee, da ist er. Hallo. Ups. Oder so, wie sieht denn das aus? Wir haben nicht über dich gelästert, nein. Ach, so sieht das ja aus. Aber jetzt sind wir ja ganz unten, wa? Hm. Ja, logisch, da wurde es lecker. Ich schaue trotzdem nochmal kurz zurück. Ja. Ja.